Recht herzlich willkommen zur 32. Folge von Europa Universalis 4 mit Frankreich. Ja, wir sind drinnen im Spiel wieder. Wir haben letztes Mal gesehen, wie die Provence hier einiges eingenommen hat. Einige Ländereien sind dann der Provence zugeschlagen worden. England hat verloren und das andere war die Bretagne, die es wahrscheinlich dann gar nicht mehr gibt. Die sind wohl aufgelöst. Hier unten diese Länderei bei Lambourde war von den Leuten aus der Provence auch eingenommen worden, ist aber nicht übertragen worden. Da sind die Engländer immer noch drin. Okay, wir hatten letztes Mal auch in den Handel reingeguckt, der ja doch relativ schwer zu verstehen ist, würde ich jetzt mal sagen. Da habe ich jetzt noch ein bisschen was mir angeguckt, aber so richtige Erkenntnisse habe ich davon auch nicht gehabt. Das Einzige ist, dass der Händler eigentlich sinnigerweise zu seinem eigenen Hauptpunkt weiter transportiert. Allerdings habe ich nicht verstanden, wo ich sehen kann, dass es meiner ist. Also dieses müsste ja mein Handelsplatz sein, weil ich da 63% halte. An diesem hier ist es mit 37%. Die anderen sind alle weniger. Ist das jetzt auch mein Handelsplatz, weil ich da die Macht habe? Die Handelsmacht? Wenn dem so ist, dann müsste mein Händler da nicht sein, sondern den könnte ich wegschicken, weil ich diesen Platz habe und diesen, und da wird automatisch abgeschöpft. Haupthandelshafen. Ah, warte mal, das ist an diesem nicht. Das heißt, hier ist mein Haupthandelshafen. Das bedeutet, ich müsste definitiv meinen Händler da wegnehmen, weil hier wird automatisch abgeschöpft. Das heißt, hier den Händler zu haben, ist vollkommen falsch. Den müsste ich dann irgendwo anders hinsetzen, zum Beispiel hier, damit ich dort den Handel weiterleiten kann. Weil wenn ich das schaffe, dann geht dieser Wert da mehr rüber und ich kann hier mehr abschöpfen. Ein- und Ausgänge sind identisch, lokal sind es 15. Wir sammeln 0,21 ein. Ja, lassen wir doch einfach mal laufen und gucken, was passiert. Der Händler sollte jetzt wegkommen. Achso, der eine kam jetzt vom Ärmelkanal, den ich da jetzt ausgewählt habe. Der geht, sollte jetzt hier hingehen. Bin ich gespannt. Ja. Ich müsste jetzt hier anklicken und Händler etwas übertragen. Ach so, da muss ich noch auswählen, wer von beiden das macht. Das ist natürlich aus der Champagne, weil da brauche ich den ja nicht. Der müsste jetzt verschwunden sein, dem ist auch so. Und wir sammeln nur 20 ein anstatt 21. Ich will hoffen, das hat sich jetzt nicht nur so geändert. Und da ist unser Händler. Hier hatten wir eben 67, jetzt haben wir dort mehr Einfluss. Die 37? Nee, passt schon, die 67 waren so ungefähr. Jetzt müssen wir nur schauen, wie viel schöpfen wir ab. Wir sammeln immer noch 20. Das ist also nicht jetzt bedeutend mehr geworden. So, alle Zulieferer sind für uns noch nicht bekannt. Jetzt müsste man gucken, wir haben hier noch einen Umschlagplatz in Frankfurt. Wie schaut es da mit uns aus? 4% gerade mal. Da gehen 2 rein und 2 raus. Das heißt, unser wird ja auch wieder hierher geholt. Und da ist unser Einfluss ja ziemlich gering. Müssten eigentlich dann hier nach Frankfurt hin, ne? Handelseinfluss übertragen. Der Kollege aus dem Ärmelkanal muss dahin, weil da bringt es uns ja nicht so wirklich was, ne? Das ist ja kein Zufließen. Wenn ich das so richtig verstanden habe. So, der Händler ist schon da. Wir sammeln immer noch 20. Lokal 0,15. War das eben nicht 0,9? Ich weiß es nicht.
Momentan sieht es so aus, als ob es nicht besser für uns ist, sondern eher schlechter. Tja. Lassen wir mal erstmal so, oder? Was passiert hier? In diese Richtung. Ja, schwierig, ne? Hier schöpfen wir eigentlich ab. Da haben wir Handelsmachtabzüge dann. Ja, ach, wir sammeln jetzt 0,34. Vielleicht dauert das eine Weile. Aha, das könnte natürlich auch sein, ne? Dass erstmal die Zeit da laufen muss, damit wir was kriegen. Dem könnte natürlich sein. Ja, dann gucken wir uns das doch mal ein paar Runden später nochmal an. Gut, okay, das haben wir. Gehen wir mal auf die politische Karte zurück, um unser Land zu sehen. Das sieht noch so aus. Es ist 18. Dezember 1478. Wir sind kurz vor Weihnachten und dann schauen wir mal, wie es hier weitergehen könnte, ne? Ja, das machen wir jetzt mal zu. Was haben wir hier noch alles? Wir haben einen freien Beraterplatz, das ist er hier. Stellt sich die Frage, ob wir uns das auch leisten können. Saldo liegt bei plus 10, also wäre das möglich. Vielleicht sollten wir uns da einen Berater suchen, mal schauen, was im Angebot ist. Mhm. Der kostet 5,6, der auch 5,6, den können wir uns nicht leisten. Kämpfen, Truppenlimit, Armeeunterhaltungsmodifikator. Da brauchen wir 77, dass wir den einmalig kaufen können. Männer kämpfen immer besser, wenn sie wissen, dass sie gut geführt werden. Hm. Da kostet die Armee dann weniger bei ihm mehr. Hier haben wir ein höheres Truppenlimit. Hier oben gibt es Disziplin, aber der war ja zu teuer. Jetzt gucken wir mal hier nochmal rein, wie hat sich da was verändert. 10,64. Ich glaube, den Berater, den lassen wir erstmal nochmal weg, weil das sollten wir vielleicht tun, wenn wir im Krieg sind, aber da sind wir nun mal nicht, ne? Ja. Ja, diplomatische Macht steht's momentan. Die ist ja hier, ne? Oder? Nee. Doch, diplomatische Macht, das müsste dieses dann sein. Natürlich 10 hier, ne? Ist ja richtig hoch. Ja, das steigt langsam, militärische Macht. Gucken wir mal weiter durch hier erstmal nochmal wieder. Oh, wir haben keinen Rivalen ausgewählt. Tja, jetzt wäre zu überlegen, wer unser Reale sein könnte. Und das sieht eigentlich mehr nach Österreich aus. Die aragonische Meinung von Frankreich, so. Die Ottomanen sind weit weg, ne? Aber nachher kommen die mit Schiffen. Hier sind wir natürlich mit voll im Clinch. Der Feind eines Feindes. Haben einen Anspruch, haben einen Kriegsgrund. Sie wünschen Rethel, Burgund, Lyon, Lyonnais, Calais, Fernandos, Artois und Cholet. Österreich sind bereit, Frankreich etwas zu vertrauen. Die Österreicher sind schwächer wie wir. Die Flotte ist genauso stark wie unsere. Die ist 296%, ja, das ist so. Aragon hat keine Flotte. Ich nehme mal, wir sollten das machen.
Tja, ich glaube, das machen wir mal, ne? Die sind hier oben, das ist ja auch nicht so toll, ne? Die müssten mal weg. Die sind aber auch hier, ne? Also die sind überall, ne? Die Franzosen, die Österreicher. Ist vielleicht auch nicht so toll, ne? Gut. Ja, das hatten wir gerade. Wirtschaftlich sieht so aus. Steigt ein bisschen hier gerade. Sollten wir den Armeeunterhalt etwas kürzen? Nee, momentan nicht, denke ich mal. So, das ist der Handel. Da verdienen wir gerade 0,26 mit. Das ist ja nicht viel, ne? Ja. Gucken wir gerade einmal durch. Ah, hier ist schon wieder was Neues möglich. Oder ist es noch gerade noch nicht? Ah, noch nicht ganz. Haben wir hier was? Noch nicht ganz, ne? Das geht, glaube ich, noch nicht. Nee. Wie sieht's hier aus? Aha, Castile erhält einen Anspruch auf Bern. Bern? Keine Ahnung. Ah, das ist hier. Okay, kann man nicht ändern. Okay. Ja, wir müssen die Engländer vertreiben und im Endeffekt ist es ja nur noch hier unten das, oder? Rebellen. Das ist auch die Kirche. Aha, Brandenburg kontrolliert die Kurie. Katholisch sind wir, klar. Was macht's Militär? Haben wir auch welche? Ja. Flottenstärke ist... Oh. Wieso das? Was haben die denn gemacht, dass wir das haben, hm? Einheiten 25 von 33, Einheitenlimit 10 von 13. Okay, wir hätten dann noch drei Möglichkeiten mehr. Gut, das hatten wir schon. Waffenruhe wird enden. 1482, also noch 3 Jahre. Umkämpfte Nachfolge, auch schön. Auf Provinzen, die euch nicht gehören. Provinzen, auf die ihr Anspruch haben. La Bourdeca en Provence. Ja, gucken wir doch da mal rein, was wir da bauen können, oder? Handel. So, da können wir überall einen Handel bauen, aber wir müssen immer aufpassen. Hier kann man zum Beispiel nur einen machen, ne? Aber da sollten wir vielleicht einen machen, ne? Weil da sind noch 3 Plätze frei. Würde ich da jetzt auch machen, wenn wir das Geld hätten. Das fehlt uns nämlich gerade, ne? Kostet 82, schade. Müssen wir erst wieder ein bisschen sparen. Mal gerade die Handelskarte. 24, wir sammeln 27, okay. Ist ja schon mal besser als nichts, ne? Gut. Ja, momentan ziemlich still. Das mit dem Handel, müssen wir mal gucken, ob das jetzt so gut läuft. Zeige ich nochmal gerade, was hier er macht. Ja, haben wir da jetzt durch mehr Einfluss gekriegt. Da waren vorher 4%, glaube ich, jetzt sind das 11. Tja, könnte vielleicht gut für uns sein, ich weiß es nicht. Gut, okay. Nochmal gerade rein. 37% könnte besser sein, ne? Und da müssten wir die Franzosen für die Österreicher für angreifen dann, ne? Damit wir hier den Punkt mehr stärken.
Okay. Da können wir was mit Hoffmannsrepubliken noch sehen. Okay, wichtiges Inlandshandelszentrum. Gut. Was haben wir hier? Wir können in eine Technologie investieren, und zwar hier die Protze. Ja, machen wir natürlich. So, lass mal gerade lesen, machen wir kurze Pause. König, die Protze. Artillerie wurden in Europa seit dem 1300 dokumentiert. Aufgrund ihrer mangelnden Mobilität war ihr Nutzen auf dem Schlachtfeld jedoch sehr eingeschränkt. Durch den Entwicklung der Protze in den 1470er Jahren wurde Geschütze mobiler und dadurch nützlicher. Bonuseffekt Militärtaktik plus 0,25. Infanteriefernkampf plus 0,1. Artilleriefernkampf plus 1. Ermöglicht großen Bronzegussmörser. Und ermöglicht Hofnitz, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird, Artillerie. Okay. Kann Händler platzieren, okay. Habe ich doch nicht, oder? Gut. Zwei Diplomaten sind verfügbar. Gut, da müssen wir noch weiter sammeln, die Punkte. Und hier war, glaube ich, auch nicht so wirklich, oder? Na, wir machen es ja schon mal was. Okay, 82 haben wir nicht. Wir haben auch die Pause drin. Müssen wir gerade weiterlaufen. Den Bauplan hätte ich ja gerne nochmal gesehen. Da bin ich hier falsch. Sind wir hier hin, ne? Marktplatz, wo wird denn gebaut? Ach hier, 17% sind erst fertig. Dauert noch. Okay, aber viel geschehen ist in der Folge nicht. Wir haben ein bisschen was mit dem Handel gemacht. Ob das das Richtige ist, weiß ich auch nicht, aber es ist passiert. Wir haben hier noch irgendwelche Schiffe. Das ist eine Bark. Ja. Die sollte vielleicht den Handel verstärken. Handel schützen. Bordeaux. Hier haben wir noch einen. Handel schützen. Ich denke auch in Bordeaux, oder? Ja, komm, das machen wir noch dabei. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht ist. Oh, schon wieder einer gestorben. General. Ein glorreiches Ergebnis. Super. Ja, Handel schützen. Ärmelkanal. Ja, ich denke mal, Bordeaux sollten wir dann schützen. Ne? Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt viel bringt, wenn wir die alle dahin schicken, aber das ist jetzt momentan für mich der Haupthafen, weil da wir führend sind. Das sind wir nicht, das ist die Provence. Die Schiffe fahren da alle hin. Der schützt schon den Handel. Hier oben ist noch ein Schiff, glaube ich, ne, oder? Ja. Und das machen wir da auch. Nordsee-Ärmelkanal. Ah, da müssen wir mal gerade gucken. Die andere Karte. Bringt uns das denn was? Nee, der wird ja abtransportiert. Das wäre Inland. Wir müssten, wenn, irgendwo im Ausland schützen. Also Bordeaux. Gut. So. Was passiert jetzt hier im Endeffekt? Nix. Schützen den Handel bringt uns aber irgendwie nicht so viel. Wir sammeln 0,27. Ja, wollen wir mal gucken, wie es sich weiter ergibt, ne? So. 10. Ich mach mal gerade ein bisschen schneller.
Wenn wir die 82 zusammen haben, können wir nämlich gleich den Marktplatz noch einbauen. Den, denke ich, bald nicht bauen. Jetzt speichert er gerade. So, und jetzt gucken wir nochmal nach Bauten. Ja, wir können erst das machen. Ja. Zusätzlicher Handelseinfluss. Das ist 2. Ja, ich sehe schon fast so, als ob wir das machen sollten, ne? 4,8. 4,8 ist das Beste, ne? Aber 2 ist es nur. Keine Ahnung, wofür die 4,8 jetzt steht. Steht hier nirgendwo. Das kostet dann. Aber 2 ist trotzdem das Höchste hier momentan, oder? Noch, da ist noch 2,2. Ist nur die Frage, welcher Marktplatz wird hier durch gefördert? Der bei Genua. Da haben wir 2, 3, 4, 5 Prozent Provinzen. Nee, ich bin dafür, dass wir den nehmen. Gut, okay. Haben wir auch getan. Geld ist also auch alle. Gut, und dann würde ich aber erstmal sagen, soll es für die Folge, wie gesagt, reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.